Oh, ich muss mir noch mein Wayne Smith Buch anschaffen. Ja. Ich habe jetzt hier neben mir, das ist ein bisschen größerer Buchkalender. Was ist das, den da? 5, keine Ahnung. Ne, so ein Kalender, wo du immer so eine Seite pro Tag hast. Und den habe ich mir jetzt angeschafft für Herrn Gorski. Da schreibe ich dann jeden Tag, wenn ich online bin, Ereignisse hin. Hier beim letzten Mal 16. eingestellt. Rose Liliana, Empfehlung durch Herrn Griffin. Bereits unterwiesener Praktikantin. Zweite Meldung, verschwundenes Taxi. Wo ist es? Danach korrigiert, Taxi ist in der Werkstatt wegen Motorschaden. So habe ich rückwirkend da alles stehen. Für jeden Tag, wo ich schon auf dem Server bin. Irgendwie voll geil, weil du weißt ja genau, was what to do, was. So, ich habe jetzt irgendeinen Blödsinn markiert, sehe ich gerade. Okay, Ich krieg cool. jetzt nicht voll. Ja. Wo geht man hin? Ich habe keine Ahnung. Ich mach das wie eben, ich folge dir einfach. Okay. Sau dumm. Ich fand deine Entscheidung gut eben. Das freut mich, aber in die Richtung gibt es so eine nicht. In die Richtung gibt es so Komischerweise. eine Entscheidung nicht. Gut. Nein, nein. So, also so eine nicht. Gibt ähnliche vielleicht, aber nicht solche. Ist dann schwierig. Ich werde oft gefragt, woher kommen diese Entscheidungen? Die wirken wie jene Vene, aber die nicht solche sind wie jene anderen. Und muss ich ganz klar sagen. Pfuh! Folgst du mir noch? Ich folge dir noch, ja. Okay. Auf Tinder? Nein, nein, nein. Johanna ist raus. Er geht auf Tinder! Na, ich glaube, jetzt macht er erstmal wieder standardmäßig seine, seine Pause. Nee. Seine Beziehungspause, Ach so, ja, Beziehung, ja. seine ernste Beziehungspause. Hat er. Aber ich glaube, er erholt sich erstmal von seiner sexuellen Abstinenz. Ja, das ist durchaus möglich. Dass er da jetzt Lust Uts, hat. uts, uts. Wicked, wicked. Na, Weil Lust ist na, massive. Der wird jetzt erstmal wieder großartigen Flötenunterricht geben. na. Wie die Frau Meierling-Schmidt das immer beschrieben hat. Boah, ich habe ja, Martin, ne, der, also Ja. wenn ich eben das erzählen kann, Ja. letztens wieder einen Retro-Film gesehen. Aha. Hochwürden erbt das Paradies mit Hans Klarin in der Hauptrolle. Ohoho. Oh ja, Ui. Jens, 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 dicke Nummer, du. Hans Klarin, ach du Schande. Ja. Und als Polizist, nee, das war ja nicht der Film, war das der Film? Nee, das war ein anderer Film, was war denn der? Ah, der andere, den ich gesehen habe, genau, war mit Rudi Carrell, Na schön, ja. Georg Thomalla, natürlich, selbstverständlich, irgendwann, wo ich den Namen vergessen habe. Und dem sein, ich glaube, ich sehe Ludwig Thoma oder so, der hat immer in diesem Pauker-Film hat der so den Chef Rüpel gespielt. Vergesst immer, wie der richtig heißt. Aber der in diesem ganzen Pauker-Film, diese ganze Pauker-Reihe da, mit Ja. 20, 30 Filmen, da hat der den Chef Lümmel gespielt, quasi. Lümmel von der ersten Bank, Menschenskind, jetzt habe ich es, wie es hieß, die Reihe. Und da hat der immer den Chef Lümmel gespielt. Der spielt da lustigerweise einfach nur so einen Nebenpolizisten. Ich denke mir so, wow. Und Georg Thomalla wieder total geil als Schauspieler, der sich als irgendjemand verkleidet. Ich liebe ja so Rollen bei dem. Der so, immer so hektisch im Kreis rennt und sowas. Toll. Ja. Habe ich Spaß hier ab, du. Ach ja. Ja, im Moment Richtig. habe ich irgendwie gerade so eine Phase, da interessieren mich Filme so gar nicht, in keiner Weise. Ich hatte Also die irgendwie. die ganze Zeit und habe dann Serien so geguckt und dann bin ich durch Zufall wurde mir der vorgeschlagen. Wahrscheinlich hat sich Amazon gedacht, Alter, du hast schon 500 solcher Filme gesehen. Guck 501. Und habe ich gedacht, hast du recht, Amazon eigentlich? Also vom Prinzip her jetzt, ne? Nicht mit allem, klar. Also ich prangere das grundsätzlich erstmal an, aber ansonsten hat es recht. Da fährt ein Auto vorbei. Unangenehm. Richtung 300 höre ich Schüsse. Aber die wirken noch recht weit weg. Das sind wohl keine, die jetzt hierher kommen wollen. Oh, was haben wir denn Wo hier? ist denn das Auto jetzt? Ah, das ist dieser LKW, den wir eben schon am Rollen sehen, dieser gepanzerte. Ich bin einfach mal vorbeigeschlendert.
Naja, nee, jedenfalls hat Amazon es vorgeschlagen und dann habe ich wieder so 2 Tage hintereinander gehabt, wo ich diese Filme einfach nur genossen habe. Diese total simple Unterhaltung, weißt du, das ist so. Oh. Ja, man muss halt nicht viel Ohne, ohne, nachdenken. ja, ohne Drama, weißt du, so, auch da gab es wieder einen Down-Moment, nicht wahr? Wo alles ganz schlimm war und der geht halt einfach irgendwie 2 oder 3 Minuten. Weil das ist dieser Tiefpunkt nur kurz vorm Ende, einmal kurz kommt. Und dann war Ende Drama, weißt du, und bis dahin ist einfach alles lustig, das schätze ich so an dem Film. Bei modernen Komödien, ich setze das jetzt mal bewusst in Anführungszeichen, wie du siehst, ist halt immer so, ich habe das Gefühl, es ist mehr Drama als Comedy. Weißt du, so, ich habe so 40 Downer die ganze Zeit, wo ich denke so, es geht doch eh gut aus. Halt die Fresse. Also, ich bin kein emotionaler Filmtyp, das geht nicht. Ja, Irgendeine das. Blödelei. Rudi Carrell, der sich als Frau verkleidet, geht halt einfach. So. Auch emotionale Filme gehen bei mir schon immer, aber das muss. Das hat alles irgendwo seine Zeit, ne? Also, die Zeit Dienstag. muss halt auch gegeben sein irgendwo. Das muss halt auch so ein Moment sein dann dafür. Ich stelle mir dich auch mit so einer Riesentube Eiscreme vor. Was weiß ich, wenn der Winter da Jeling gerade nicht kommt oder so. Das ist richtig tief emotional mit so einer großen Häagen-Dazs-Eispackung und Popcorn vor Bridget Jones. Oh nee, das kann ich gar nicht. Sowas kann ich überhaupt nicht. Doch, 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 meine ich. Ich mag emotionale Filme durchaus, aber nicht so ein Weiberkram. Das geht gar nicht an mich. Oh, das ist Was gar nicht dann? so weit aus der Schiene. Rocky 3 bis 4? Ja, da kommen wir der Sache schon näher. Ja, ganz Armageddon ist für normal. mich so ein emotionaler Ja, das ist Film. ja was ganz anderes. Das meine ich damit. Nicht so Bridget Jones Gedönse, Gesülze, sondern. Was ich zum Beispiel einen wesentlich tieferen Film finde, als man am Anfang denkt, war das, wie hieß der, wo Will Smith ein Superheld war? I'm Legend? Nicht das, wo er in der letzten. Hancock. Hancock, genau. Weil der hat eigentlich eine ziemlich tiefe Message gehabt, dafür, dass es an sich eine Komödie war, finde ich. Also ich fand den Ist echt, tatsächlich, echt ja. gut. Weil das war so ein Film, den habe ich mir zweimal angesehen und der war wirklich zum Nachdenken, wo ich dachte, wow, ich gucke eine Komödie mit Will Smith und finde den emotional berührend. Das war echt unerwartet einfach, ne? Weil man dachte so, da auch so 5 Minuten Drama und danach ist der ganze Film lustig und das war er halt einfach nicht. So, er hatte seine lustigen Momente, aber der ganze Kern des Films war einfach nicht lustig. Ist richtig. Und ich fand das aber wahnsinnig gut. Das ist echt ein falscher Moment für so ein Tuk-Tuk. Ey, nenn 7 peinliche Todesarten, ohne den auf die Top 3 zu setzen, bitte. Im Tuk-Tuk durchs Bombengebiet gerollt, Alter. Ja, kommt gut. Das ist also, ich habe heute das Video gesehen von Head of. Was? Ja! Um den Satz zu vollenden? Wow. Ja, geht. Genau, von Head of. Wollen wir vielleicht hier kurz. Und Ich will auch kurz schwarze rollen. Star Wars Squadron. Dem neuen Spiel, wo er mal fliegt und er kommt einfach rein, sein Hund als Chewbacca verkleidet, er als Prinzessin Leia und spielt er davor und wieder so. Ja, cool, genau neben uns links. Ja, ich sehe es. Gott, habe ich mich erschrocken. Ich hab blind durchs Gras geschossen, Ey, kein. werden wir doch einfach mit dem Tuk-Tuk durchs Bombengebiet, ey. Ja, die haben uns mit dem Tuk-Tuk kommen hören. Ja, scheiße. Ja, war dumm. Einfach so voll offen und so. Ja, mein Fehler. Macht nichts. Schnippst du Humor. Schaffen wir noch Ja, einen? klar. Du hast gerade deine 2 Kills halt gehabt. Was erzähle ich dir von Fehlern? Jedenfalls spielt er dann Prinzessin Leia, die von Jedi-Meister Tenno angefunkt wird. So, ja, ganz kurz, Prinzessin, Sie müssen da unbedingt jetzt den neuen Todesstern zerstören. Die haben schon wieder einen gemacht.
Und ich bin ganz weit weg und habe auch keine Lust. So, sie müssen das machen. Ich kann doch gar kein Jäger, ich kann doch gar kein Jäger fliegen, aber ich mache das für die Rebellion, die Republik, wen auch immer. Und dann fliegt er halt erst als die und sagt, ich habe schon wieder einen Todesstern. Und dann fliegt er noch ein Mensch in der Kampagne, aber als so ein Kampfpilot, der so, welcher war das jetzt? Nummer 15? Aber der Todesstern, so eine Strichliste. Und die haben neue Todesstern. Oh, ja. Hat der wieder einen Schwachpunkt? Ja. Alles klar, jetzt wie immer. Ja, und dann er so am Abballer, er so, haha, Rebellenabschaum. Imperialer. Total geil. Ich finde diese Videos immer mega lustig. Da ist ein Outtake drin gelassen, sein Hund. Also einfach, also Chewbacca, rede mit mir, ne? Und dein Hund dreht sich einfach in die andere Richtung, steht da. Chewbacca sitzt. Und er hat einfach nicht sitzt. Da siehst du, wie die Kamera rausgeht auf den Greenscreen, dieses Studio. Ja, so, sitz. Und der Hund hat so lecker die Tüte, findet den an, sitzt, setzt sich hin, geht wieder hin. Okay, weitermachen. Da steht diese leckerli Tüte da im Bild. Martin, Spaß in seine Videos. Oh, du willst da ha. Ja, mal gucken, was passiert, wenn man da ist. Ne? I will follow you. Es gibt ja nichts Weites. Ja. Das ist ja dein Problem, ne? Deswegen gehen wir mal mit all den anderen hier. Springe ich schon mal früher. Oh, da ist schon mal einer auf dem Weg hin. Ja, ich fall mächtig steil runter, sehe ich gerade. Ich wollte gerade sagen, ach du Scheiße, da hast du uns aber eben jene, also... Uff, Martin. Ja, die wollen zur Stadt, aber... Die wollen links runter, rechts nett, unter uns sind auch schon welche. Ja. Die einzige Lücke ist das vor uns jetzt. Genau, da ziehe ich gerade hin, ja. Die Lücke. Ja. Die Lücke. Ich habe mich mal von dir gelöst. Das ist viel mehr schwer, kannst du dir vorstellen. Hoch auf emotionaler Ebene. Aber weißt du, was ich mir heute bestellt habe, Martin? Nee. Lena und ich gucken gerade, ja, habe ich mir gedacht, weil du nie zuhörst. wir gucken gerade Peaky Blinders. Sagt dir die Serie was? Nö. Da habe ich mir gedacht, weil du nie zuhörst. Ja. Ich erkenne Muster. So, ich weiß noch nicht wo, aber ich habe einen Knüppel. Da geht es um nach dem Ersten Weltkrieg 1916, 17, was weiß ich was, England, Birmingham, um die Straßengangs da. Mhm. Peaky Blinders sind eben eine dieser Gangs. Und die tragen diese coolen alten Schirmmützen. Also zu den Mänteln immer. Ich weiß nicht, ob dir jetzt gerade aus dem Nix sagt, was ich meine. Diese flachen Schirmmützen. Ja. Die Cappy-Vorgänger, nenne ich sie immer liebevoll. Mhm. Ich habe mir so eine bestellt. Ich finde, die passt sehr gut zu mir im Mantel im Winter. Hat was Englisches. Die ich auch. Kacke? Ja, why not? Und was auch nächste oder übernächste Woche bei mir ankommt, ist so ein Flightstick, den ich mir jetzt mal bestellt habe. Ich bin sehr gespannt. Also okay. Ein Joystick mit so einem Schubregler, weißt du noch? So ein... Will ich schön Star Wars X-Wing fliegen damit dann. Der liegt mir schon von einer gewissen Neißigkeit vor, muss ich zugeben. Ich hoffe, ich werde nicht enttäuscht. Die Dinger sind nämlich schweineteurer und sauschwer zu kriegen momentan wegen dem scheiß Flight Simulator Release. Der ganze Markt ist aus. Du kriegst bei Amazon keinen einzigen Flugstick mehr, ne? Schande. Also erst ab 600 Euro sind sie wieder verfügbar. Deswegen habe ich ihn woanders bestellt. 600 Euro sind für so einen Spaß selbst mir zu viel. Ich gebe gern für viel Scheiße Geld aus, aber dafür. So, wo gehen wir jetzt hin? Martin. Ja, Moment, ich muss diese Waffe nachladen. Das dauert eine Stunde. Was hast denn du da? Was ist denn das? Eine M249. Die lädt eine Weile. Ach du Scheiße, weißt du? Ich habe eine MP5K und eine S12K.
Ich merke schon, wer der Babbo wird diese Runde. Unser kleiner Killer-Klaus hier. Jetzt wahrscheinlich völlig verkacken mit dem Ding, weil ich aus Entfernung weggeschossen wird, bevor ich auch nur irgendjemanden mit dieser Deswegen Waffe vor mal die Nase krieg. Zusammenbleiben. Ja. Dass Und ich ich mal deine Waffe vorschicken. nehmen kann. Ach so. Guck mal, der Entfernung hättest du schon keine Chance mehr. Schönes Teil. Übrigens kannst du mal mit der wunderbar snipen, ich sag's nur. Ah ja, die macht genauso viel Damage auf Entfernung wie auf nah. Mhm. Du hast nur mehr Versuche. Aber wenn du hin, wenn nicht hinlegst, geht ja der Rückstoß. Das fährt immer so geil der Call of Duty, dass du die Waffen auflegen konntest. Das hat einfach Stil. Was ein großes freies Gelände vor unserer Nase. Ja, und rechts über uns ein Scharfschütze am Berg. Ja, beim Westen. Da und vor uns bei Südosten sind auch zwei am Berg. Richtig. Wahrscheinlich hier in dieser Hütte auch einer. Servus, Glas. Servus, Hupsi. Also ich habe ein paar Rennen sehen, ganz rechts. Ja, links auch von uns und genau geradeaus auch. Das ist ja schön. Ich muss den besten Gesellschaft machen. Ich denke auch. Ich denke, ich werde es bevorzugen, außerhalb des Kreises zu sterben, wo niemand meine Waffe lootet. Da oben auf dem Berg steht einer und schießt so richtig provokant offen. Was mich so richtig ankotzt, dass ich jetzt mit der MP5K versuche, ihn zu natzen. Ich glaube, der ist abgeschmiert, habe ich das gerade richtig gesehen? Den, über dem ist noch einer, der hat gerade auf ihn geschossen. Jetzt schieße ich auf die über dem. Ich denke, wir alle haben hier unseren Spaß. Jetzt beschießt sich das du da hinten. Bist du noch irgendwo bei mir? Ja, quasi. Ich stehe so schräg hinter dir. Gut, dich immer hinter mir zu wissen. Mhm. Ich stehe voll hinter dir. Du hast ja gerade gesagt. Achso, ja. Ich könnte mal. 255 auf dem Hügel sind noch zwei. Ich könnte mich auch mal heilen, ne? Wäre so von einer gewissen Nützlichkeit. Du bald. Wir haben aber ein ordentliches Stück, du lecker am Arsch! Wir müssen eigentlich los. Mhm. Martin, ich sag's dir, ja, okay, brauchst du noch ein Zweifachvisier für deine Zweifach wäre cool. Weil dann könntest du dir vorne vor uns vom Berg natzen. Die immer noch vor uns rumhüppen. Bin zwar gesilenced, aber der MP5K ist jetzt nicht gerade so Distance, man. Wo sind die denn? Wo sind die? 155. Also ich. Hier rollt eine Dose. Einfach weil du übelst der Assi bist. Da rennen sie. Ja, aber jetzt sind sie. Jetzt sind sie runter. Sind sie runtergerannt und wir müssen halt auch rennen. Oh, ich habe auch was für die Distanz gefunden. Oh, die sind genau auf unserer Nase. Dann schießt man noch nicht, gib mir noch 2 Sekunden. Ja, ich bin erstmal in Deckung gegangen. Die haben auch möglicherweise nur Päuschen gemacht. Jetzt sehe ich sie nämlich nicht mehr. Weil ich habe jetzt das Skat. Ja, sie laufen weiter. Da kann ich auf Distanz ein bisschen unterstützen. Ja, sie sind hinter dem Haus auf dem Berg, hinter diesem Turm oder was, verschwunden. Alter, was eine fucking Strecke. Vor uns rennt ja, einer. Ja, ich weiß, ich sehe es. Da kommt der Zweite. Da ist der Zweite, naja, ja. Übelst panisch, der Babbo. Mhm. Sehe ich nicht. Richtig unprofessionell. Richtig, hier fliegen Waffen. So, sind die rum? Wo rennen sie da? Hinter uns auf dem Berg! Ja, ich bin schon, ja, die haben mich schon erwischt. Alter, das war ein Scherz mit deiner Knarre, ich komme auch ohne klar. Der war genau vor meiner Nase, wenn der sich umgedreht hätte, hätte er mich weggeschossen, also habe ich einfach geballert. Oh, ich bin im Bild bei dir. Ich da mit dem Kopf im Sand liege. Wir haben alle den Arsch auf, immer den. Mhm. Nein! Das könnte schief gehen. Ich hab das Steam-Freunde-Menü aufgeklappt.
Achso, du bist immer noch außerhalb des Kreises. Achso. Ich dachte gerade, der nimmt Schaden. Was ist da los? Du musst ihn noch nachladen. Er hätte auch mal mit voller Knarre sterben können, du Assi. Die war mit Sicherheit noch halb voll. Haken Sie mal. Scheiße. Was das denn? Oh, wie unfair. Was ein Huso, Alter. Der hatte ich kommen sehen. Ja, aber was ein Header auch von dem. Mhm. Was ein Lackheader, ey. Ja, einfach mal Match verlassen mit Gingso, würde ich sagen. Machen wir noch ein Finü? Ein Fününü gerne noch, ja, ein Fününü, ja. Er macht seine Gläser in Bulgarien. Was? Steht unten drauf, ich habe gerade eins ausgetrunken. Achso. Ich habe mal wieder zu tief ins Glas geschaut, da steht Bulgarien. Aha.